Vor 10 Jahren wurde das Higgs-Boson entdeckt. Bedeutet das, dass damit das Standardmodell der Teilchenphysik bestätigt und Heims Massenformel widerlegt oder überflüssig ist? In diesem Video werde ich dir zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre dir die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Vor 10 Jahren ging es groß durch die Fachpresse, dann noch durch die Mainstream-Presse und natürlich durch YouTube und durch die braven, anständigen, öffentlich-rechtlichen Wissenschaftssendungen. Und anlässlich des 10-jährigen Jubiläums wurde alles nochmal hervorgeholt und ohne jegliche Neuigkeiten nochmal durchgekaut. Es wurde verkündet, das Higgs-Boson ist entdeckt, die Physiker des CERNs feiern sich, die Milliarden Steuergelder, die sie ausgegeben haben, waren angeblich nicht umsonst und natürlich hätten sie gern noch mehr Geld, um einen noch größeren Beschleuniger zu bauen. Dabei ist sich die Fachwelt und war es insbesondere am Anfang, sie waren sich überhaupt nicht einig, ob es tatsächlich so ist, wie vom CERN verkündet wurde. Unter dem Video verlinke ich euch einige Videos von kritischen Physikern, die sich hiermit im Detail beschäftigt haben und kann nur empfehlen, sich das einmal anzusehen. Die 3 Hauptthemengebiete der Kritik möchte ich für euch aber zusammenfassen. Erstens, das Ganze hatte eine theoretische Schwäche. Das, was man nachgewiesen hatte, lag gerade eben noch, in dem Bereich, den man aus dem Rauschen herausgefiltert hatte, aus den Messungen. Die Antwort darauf war, man hat in den Gleichungen, die die Masse des Higgs-Bosons vorausgesagt haben, Parameter angepasst, fein abgestimmt, sagt man. Das ist keine sehr elegante und überzeugende Methode, aber es ist das, womit man sich hilft, wenn man nichts anderes zur Verfügung hat. Und darüber hinaus gibt es noch fundamentalere Kritik an der Art, wie die Messungen aus diesen vielen Millionen und Milliarden Kollisionen, die da jede Sekunde passieren, so herausgefiltert werden, dass man Ergebnisse bekommt. Kritiker dieser Methodik sagen, wonach man sucht, das findet man auch auf jeden Fall, weil man alles herausfiltern kann. Zweitens, das Ganze hatte eine soziale Komponente. Immer mehr Physiker haben im Laufe der Zeit der Entdeckung dann zugestimmt oder besser gesagt klein beigegeben, weil sie einfach nichts Besseres zur Verfügung hatten als das Standardmodell. Nun, sie haben mit Sicherheit das Heim-Modell nicht gekannt oder hatten nicht den Mut, es zu verfolgen. Viele mussten sich sicherlich auch entscheiden zwischen ihrem Job und wissenschaftlicher Redlichkeit. Die Kritiker sind heute natürlich nur wenige und sie stehen der einschüchternden Mehrheit ihrer Fachkollegen gegenüber, die mit großen Geldmitteln ausgestattet viele schöne Animationen und Grafiken produzieren lassen können, um das Thema auch in den Medien gut darzustellen und damit, wie schon am Anfang gesagt, für noch mehr Geld zu werben, um einen noch größeren Teilchenbeschleuniger zu bauen, mit dem die nächste Generation es dann noch größer knallen lassen kann. Und drittens, auf erkenntnistheoretischer Ebene ist das Ganze noch problematischer. Das Standardmodell ist nämlich rein phänomenologisch. Es guckt nur, welche Teilchen wurden gefunden und botanisiert diese in den sogenannten Teilchenzoo. Und dann werden Beziehungen und Kräfte zwischen diesen Teilchen hinzugefügt, dass das Ganze einigermaßen konsistent macht. Und dazu braucht man aber 26 Parameter. Und dann braucht man schließlich noch das Higgs-Boson, um das Ganze rund zu machen. Warum genau? Dazu gleich mehr. Entscheidend ist, das Standardmodell liefert überhaupt keine Begründung für die Existenz der Teilchen. Es sagt einfach nur, sie sind da und zwischen ihnen wirkt das und das, aber es liefert kein Verständnis dafür, was es eigentlich ist, was dahinter steckt. Und wenn jetzt verkündet ist, das Modell ist bewiesen, dann ist die Tür in erkenntnistheoretischer Hinsicht, auf eine tiefere Realität dahinter zu kommen, zugemauert. Physiker, die diesen Gedanken zu Ende gedacht haben, die kamen zu der einschüchternden Feststellung, möglicherweise haben wir alle Fragen an die Natur gestellt, die wir stellen konnten, und die beste Antwort, die wir bekommen haben, ist dieses Standardmodell. Und dann müssen wir wohl damit leben und den Laden dicht machen. Das ist aber Agnostizismus im wissenschaftlichen Gewand. Also Agnostizismus, die Überzeugung, das menschliche Erkenntnisvermögen ist nicht in der Lage, Gott zu erfassen oder die Naturkräfte zu verstehen. Nun, wenn man das auf Wissenschaft bezieht, dann führt das Wissenschaft an sich ad absurdum, denn Wissenschaft dient dazu, mehr Wissen zu schaffen. Warum braucht das Standardmodell aber überhaupt das Higgs-Boson? Das Standardmodell liefert keine Antwort darauf, was Masse ist. Es liefert auch keine Antwort darauf, was Trägheit ist oder was Gravitation ist. Die Teilchen sind einfach da und mehr weiß man nicht. Und deswegen nimmt man jetzt rein heuristisch ein Higgs-Feld an als Hintergrund, das den Teilchen, wenn sie damit interagieren, ihre Masse verleiht.
Und wenn man dieses Higgs-Feld stark genug anregt, dann wird daraus auch dieses Higgs-Boson freigesetzt. Aber es gibt keinen tieferen Grund für die Annahme dieses Higgs-Feldes, außer man brauchte es dazu. Und dieser Hintergrund ist dann aufgrund seiner ja absoluten Position, die lädt dann dazu ein, solche sensationellen Wörter zu prägen wie Gottesteilchen und derlei Unsinn, der in der Presse geschrieben wird. Und jetzt aber zu Burkhard Heim. Heims Theorie der Elementarteilchen ist eine reine Strukturtheorie. Heim stellt überhaupt mal die Frage, was ist denn das Einfachste, aus dem die Welt aufgebaut sein kann und wie komme ich aus einer einheitlichen Betrachtung überhaupt zu den Elementarteilchen? Welche innere Struktur haben die? Das ist eigentlich die Frage, die man erst stellen muss, bevor man sie überhaupt erforschen kann. Denn also dieses ganze Prinzip Standardmodell, wo man einfach nur guckt, ah, ich habe das gemessen, wie hängt das zusammen? So geht Heim nicht vor. Er fängt auf einer viel tieferen Ebene an und entwickelt dann Schritt für Schritt aus logischen Überlegungen und geometrischen Betrachtungen Strukturen und die innere Struktur der Elementarteilchen, durch die man auch ihr Verhalten versteht. Und ich werde das jetzt einmal ganz kurz zusammenfassen, dieses ganze riesige Modell. Also Heim geht von einer sechsdimensionalen Welt aus, die aus zweidimensionalen elementaren Flächen gebildet werden. Einen weiteren physikalischen Hintergrund gibt es nicht. Es sind rein geometrische Überlegungen am Anfang. Und die Notwendigkeit dieser Elementarflächen ist auch sehr gut begründbar. Das einfachste physikalische Ereignis ist dann, dass sich dieses Metronengitter dehnt und staucht und nur bestimmte Verformungen sind aber aus semantischen Gründen der Koordinatengruppen zugelassen. Das sind dann die sogenannten Vakuumfluktuationen. Wenn diese Fluktuationen zyklische, regelmäßige Verläufe nehmen, dann sind das stabile Gebilde, die nennt Heim die Prototrope. Mehrere dieser strukturellen Grundflussverläufe können sich zusammenlagern zu den sogenannten Protosimplexen und die Protosimplexe bilden schließlich, wenn auch diese sich zusammenlagern, dann die Elementarteilchen. Innerhalb der Baryonen, also Neutronen, Protonen und der Mesonen, treten diese Protosimplexe als Streuzentren auf. Die interpretiert man, oder diese Streuzentren werden im Standardmodell als Quarks angesehen und selber als Masseteilchen betrachtet. Sind sie bei Heim aber nicht. Bei ihm ist Masse etwas anderes. Was, das kann ich an der Stelle leider nicht erklären, dazu müsste ich die verschiedenen Typen von Prototopen und Protosimplexen erstmal erläutern. Aber entscheidend ist, im Heim-Modell braucht man keine Quarks, es sind einfach geometrische Streuzentren. Er braucht deswegen auch keine starke Kernkraft, beziehungsweise liefert eine ganz andere Erklärung dafür, warum die Baryonen zusammenhalten. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich jetzt da so husch husch durch das Modell durchgegangen bin. Aber ich wollte nur darstellen, Heims Modell ist sehr gut durchdacht und es basiert an seiner Basis auf geometrischen Überlegungen. Und alle physikalischen Ereignisse sind die Folge von geometrischen Deformationen einer Grundgeometrie des sechsdimensionalen Raumes. Einen ähnlichen Anspruch haben ja auch die sogenannten Superstring-Theorien, nur kommen diese auf keinen grünen Zweig, weil sie keine physikalisch prüfbaren Voraussagen machen und weil sie aufgrund ihrer vielen zusätzlichen Dimensionen, die sie fordern, völlig unanschaulich sind. Diese Dimensionen lassen sich ja nicht mit der Alltagserfahrung in Einklang bringen. Heims Modell steht erkenntnistheoretisch bereits auf einer ganz anderen Seite. Heim war Platoniker, das heißt, er glaubte daran, dass die Ideen der Ursprung aller Dinge sind. Und welche grundlegenderen Ideen könnte es geben als rein geometrische Überlegungen? Das Standardmodell der Teilchenphysik hingegen ist rein phänomenologisch und es stützt sich auf die sinnlich erfahrbare Welt und physikalische Messungen als Erweiterung von Sinneserfahrungen. Und es sieht die Materie und die Masse als Ursache aller Dinge. Die Masse war am Anfang des Universums da und sie entscheidet auch über das Schicksal des Universums. Und natürlich muss in so einem Modell die Masse einen schier axiomatischen, also gottgleichen Status haben. Und deswegen braucht man dann diesen Hintergrund des Higgs-Feldes, aus dem alle irgendwie die Masse kommt. Beide Standpunkte sind natürlich unversöhnlich, weil sie auf völlig gegensätzlichen Annahmen über die Realität basieren. Aber das ist das Wesen von Paradigmen. Und was sagt nun die Heim-Theorie konkret zum Higgs-Boson? Nun, Heims große Schwierigkeit war, als er seine Massenformel fand. Er hielt nämlich ein Spektrum aller nur möglichen Energiemassen, die physikalisch möglich sind. Und dazu zählen die Grundzustände der Elementarteilchen, die angeregten Zustände der Elementarteilchen, die sogenannten Resonanzen, und sämtliche Photonenmassen.
Es ist ein quasi kontinuierliches Spektrum. Und aus diesem Spektrum musste er mit Hilfe eines sogenannten Weltselektors erstmal die Grundzustände der Elementarteilchen herausfiltern. Um das zu bewerkstelligen, hat er übrigens in der ersten Version seiner Massenformel 12 Parameter verwendet und diese angepasst. Das ist etwas, was Kritiker und Skeptiker ihm auch immer wieder vorgeworfen haben. Also 12 Parameter, die Skeptiker erwähnen dann nicht, dass ihr geliebtes Standardmodell 26 Parameter hat, also viel, viel schlechter dasteht, erkenntnistheoretisch. Und zweitens hat Heims zweite Version der Massenformel, die von 1989, nur noch drei Parameter und das sind auch noch Naturkonstanten, die also gar nicht frei wählbar sind. Die Elementarmassen der Grundzustände stimmen teilweise bis auf die fünfte Nachkommastelle. Das, was in Teilchenbeschleunigern gemessen wird, das sind aber immer angeregte Zustände, also die sogenannten Resonanzen. Und für die hat Heim zu seinen Lebzeiten keinen Selektor mehr gefunden. Die Heim-Theorie ist ja mitnichten vollständig oder in allen Details schon ausgearbeitet. Wenn wir aber dieses Spektrum der angeregten Zustände dann haben, dann bin ich überzeugt, finden wir darin auch das, was vor 10 Jahren als das Higgs-Teilchen bezeichnet wurde. Und dann hätten wir die nächste großartige Bestätigung für Heims Ansatz. Wer also fachlich versiert genug ist und die Ressourcen hat, sich ein paar Jahre in Vollzeit mit dieser Theorie zu beschäftigen und sie weiter auszuarbeiten, dem winkt mit Sicherheit noch der Nobelpreis. In 6 Dimensionen und in Farbe.